Die Automatisierungstechnik ist heute immer mehr mit der Antriebstechnik verknüpft. Dabei werden meist speicherprogrammierbare Steuerungen als übergeordnete Steuerungssysteme eingesetzt. Die Steuerung der in der Industrie häufig vorkommenden Wechselstrommotoren erfolgt dabei über Frequenzumrichter. Für alle, die sich beruflich mit Antriebstechnik im Produktionsumfeld beschäftigen, wird das Wissen über Zusammenspiel von SPS, Frequenzumrichter und Wechselstrommotor damit immer wichtiger. Wie wird eine Verbindung zwischen SPS und Umrichter eingerichtet? Welche Parametrierungen sind notwendig und welche Prozessdaten werden erfasst? Das Trainingssystem Steuern von elektrischen Antriebssystemen bietet Ihnen die ideale Lösung für den Einstieg in dieses interessante und stetig wachsende Themenfeld. Dabei werden verschiedene Möglichkeiten zur Steuerung eines Wechselstrommotors mittels einer speicherprogrammierbaren Steuerung vorgestellt und Schritt für Schritt erläutert. Das System ist mit aktueller Hardware aus der Industrie ausgestattet. Die Steuerung wird von einer Siemens SPS übernommen. Die digitalen Ein- und Ausgänge sind über Sicherheitsmessleitungen oder Sub-D-Stecker nach außen geführt und somit leicht erreichbar. Bei dem Frequenzumrichter handelt es sich um einen didaktisch aufbereiteten Industrieumrichter Synamics G120, ebenfalls von Siemens. Dieser übernimmt die Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung des 0,37 kW Wechselstrommotors. Die Welle des Antriebs wird mit einer Schutzabdeckung eingehaust, sodass die Sicherheit der Lernenden jederzeit gewährleistet ist. Für die Bedienung ist ein Industriepanel mit 7 Zoll Touchdisplay vorhanden. Die Programmierung findet über die Industriesoftware TIA Portal von Siemens statt. Begleitet werden die Lernenden dabei von der Lukas Nülle Kurssoftware, welche das theoretische Wissen anschaulich vermittelt. Nutzen Sie Ihr erlangtes Wissen zum Betrieb von Transportbändern mit Wechselstrommotoren und erweitern Sie Ihre Anlage bis hin zum kompletten Industrie 4.0 System. Moderne Technik, modularer Aufbau, industrielle Komponenten. Vermitteln Sie die Grundlagen zur Steuerung von Antriebssystemen im industriellen Umfeld mit den Trainingssystemen von Lukas Nülle.